kann zielen. Kann schicken. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven. Wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Nachdem ich mir ja beim letzten Mal die weißen Schnecken wenigstens ein bisschen ercheatet habe, versuchen wir einfach mal da vorne weiterzumachen. Jetzt habe ich ganz dumm ein Loch im Boden. So. Was wollte ich, genau. Eigentlich habe ich hierfür ein viel, viel geileres Design gesehen als mein eigenes. Damit könnten wir arbeiten. Wir wollen aber tatsächlich erstmal, was hatten wir gesagt, was wollten wir bauen? Wir wollten immer noch falsch. Ging das hin? Wollten die einen Kollegen hier. Also eigentlich wollten wir die Bänder automatisieren hier. Ne? Wir wollten den Spaß hier bauen. Das ging ja von woanders. Das könnte man rüberholen. Und wir hatten, glaube ich, noch vor die Motoren. Ne? Nee, die hatten wir nicht vor. Mal vor. Modularen Rahmen. Ich habe noch die noch vor. Auf jeden Fall wollten wir erstmal die verstärkten Platten machen. So. Wir haben hier verstärkte. Also wir haben hier Platten. Nein. Hier mal. Soweit ich weiß. Hier ist. Das heißt, wir könnten. Ich meine, mit dem, was hier rauskommt, hier kommen 20 pro Minute raus, hier kommen 30 pro Minute raus. Wir stellen mal eben zum Ausprobieren. Packen wir einen eben auf. Zack, so. Die Kollegen. Was brauchen wir denn da? 30 und 20. Das ist ja gar nicht so doof. Das heißt, wir könnten hingehen. Das machen wir auch. Wir setzen hier von zwei hin. Und zwar so, dass die von zweien hiervon bearbeitet werden. Das heißt, als erstes schnappen wir uns mal einen Merger. 1, 2. Den setzen wir hier mittig drauf. Dann schnappen wir uns ein Band hier rein, ein Band hier rein. Fertig. Du kommst erstmal weg. Dann kommt hier ein Merger, genau auf die gleiche Ebene. So. Damit haben wir jetzt hier... Nein. Nein. Damit haben wir jetzt hier 60 drin. Also der ist voll. Bei dem könnte man theoretisch einen dritten anschließen, aber das lassen wir jetzt. So. Wir gehen mit dem ganzen Spaß so hin. Stellen das hier hin. Und zwar ist alles jetzt sehr eng, was ich hier mache. Aber das hilft uns erstmal. Ich glaube, es ist sehr eng. So. Wir gehen hier hin. Auf die Höhe. Und hier auf die Höhe. So. Und dann setzen wir in die Mitte davon. Einen Splitter. Dorthin. Einen Splitter hierhin. Da machen wir den. So. Dann gehen wir hin und sagen, von hier hätten wir gerne hier oben drin. Und von hier hätten wir gerne da unten.
steht ein Bild. Dann kommst du dort rein, du dort rein, du da und du da. So, du läufst da lang, du läufst hier oben rein und ihr habt alle keine Ahnung, was ihr überhaupt machen sollt. Das ist gut. Dann setzen wir uns ein Power Pole hier hin und schließen ihn dort an und dort. Das heißt, wir haben Strom, wir haben Zeug, wir wissen nur noch nicht, was wir machen wollen. Und das sagen wir dem jetzt. Nehmen den Fallschirm, gehen hier rüber, ganz sinnig, und schließen den an. Der Spaß geht rein. Damit sollte das alles kein Problem sein. Die arbeiten schön fleißig weiter. So, da sollte ich überlegen, ob ich mir das alles... Wenn das da hinten sich verinstaut, ist ja auch kein Problem. Wie sieht's mit unserem Nebenprodukt aus? Noch ganz gut, aber das ist sowieso einer von denen. Damit ist ja alles in Ordnung, würde ich behaupten. So. Geht sofort weiter. Ja. Also das haben wir alles. Ist gut. Hier kommt das Zeug rein, das wird bearbeitet. Jo, passt alles. Wir kriegen jetzt also hier und da Reinforced Iron Plates. Sehr gut. Jetzt könnte man hingehen, weil hier hinten bei denen ein Stangen. Heißt, Stangen. Wie viele Stangen kriegen wir hier pro Minute? 15. 15. So, wenn ich jetzt hingehe. Leib fehlt mir und die fehlen mir. Beine. Perfekt. Die haben wir. Bleiplatten waren ganz vorne. Okay. Holen wir uns. Setzen wir da hin und gucken dann gleich mal, was wir brauchen für den anderen Spaß. Das würde ich dann tatsächlich. Hier hin. Und dann nehmen wir uns die raus. Das sollte reichen. Dann können wir auch gleich wieder hoch. Oh, wir fliegen sogar hoch. Wie schön. Bums. Und einmal hier zwischendurch. Wow, das sah fast elegant aus. Gehen wir hin und nehmen die, die von der Seite kommen, und packen sie hier vorne hin. So, einmal gucken. 1, 2, 3, 4, genau hier zwischen. So, du bekommst den Auftrag und du brauchst 10 davon. Ich mache aber nur 5. Das heißt, wir takten dich runter auf 50%. Dann brauchen wir hier 20. Das bedeutet, wir nehmen von den beiden. Da sollte ein Merger hin. Auf der Höhe. Und da rein. Und dich nehmen wir und schließen. Packen dich hier vorne mittig hin. Und schließen dich. So, das bedeutet so viel wie
Du? Was findest du hier nach? Aber das ist genau mit 5 pro Minute. Das finde ich super. Dann habe ich 10 Stück pro Minute da raus. Du erstellst mir 5 pro Minute. Du machst auch 5 pro Minute. Und dich lasse ich einmal in einen Container laufen. Storage Container. So. Was mache ich mit euch? Pack ich euch auch? Ja, mache ich. Dann kommt hier ein Manager hin. Damit haben wir das da drin. Wir kriegen also so langsam unser Zeug ein bisschen zusammen, auch wenn das alles nachher nicht optimal läuft. Das ist ziemlich genau alles auf 50%. Wunderbar. Hier gehen wir hin. Die zwei werden verbunden. Hier hinten werden die zwei verbunden. So. So, sollten wir auch einschalten, dann funktioniert das besser. Weiterziehen. Okay. Wie machen wir das? Wir gehen hier hin, setzen einen Storage Container hier vor. Zwei und Nummer 3 oben drauf. Du gehst dorthin. Du gehst dorthin. Das heißt, diese Basisressourcen haben wir sofort. Du machst so, dass du nur 10 pro Minute machst, bist du aber relativ schnell. Das ist gut. Du machst hier auch ordentlich. Da kommt gut was an. Da kommt gut was an. Das wird nachher alles nochmal so ein bisschen einbrechen, weil die Dinger hier ja problematisch sind. Warum bestimmt nur 40 Stück so? Egal. Zeit erholt sich das auch wieder. Alles gut. Hängt halt mit dem hier noch zusammen. Ne? Das müsste jetzt gerade wieder leer laufen. Ja, wird weniger. Passt. Das ist okay. Wir haben eher so immer noch da unten unser Problem. Was fehlt uns? Ah, genau, die müssen wir ja sowieso jetzt haben, um die in den Lift zu schmeißen. Was brauchen wir für die... Vielleicht da mal einen Schritt weiter kommen. Was finden? Macht welchen. Brauchen Zink? Platten? Haben wir? Brauchen Bronze Frames. Bronze Frames brauchen wir bestimmt. Jetzt haben wir da hinten das Zeug. Brauchen 100 Stück davon. Das ist kein Problem. Lauf mal ein Stückchen. Weil dort hinten dürften wir Bronze drin haben. Dahin. Das ist Bronze Ingot.
um den Kodex. Wunderbar. Hast du nicht gesehen? Dafür brauchen wir die Kollegen und Schrauben. Schrauben ist etwas, was uns oben noch fehlt. Haben wir aber hier unten. Das heißt, wir schnappen uns Kollegen. Aus denen werden die etwas gemacht. Okay. Foundation. Da. Dann schon. Wir wollen hier bauen. Dort vorne haben wir Schrauben machen. Da können wir jetzt erstmal quasi alles umstellen auf Schrauben. Hier. So nicht. Da sind wir nämlich nicht am Ballspiel. Okay. Ihr seid voll. Das ist gut. Du gehst hier rein. Das ist der, der rausgeht, ne? Genau. Hier sind Stangen drin und hier sind... Lass mal erstmal so. Okay. Das heißt, wir gehen hier hin. Ziehen uns eine niedliche Plattform. Mal eben nach unserem Strom gucken. Easy. Alles noch easy. So. Plattform hier hin. Und dann. Mal schauen, wir brauchen von da aus. Erstmal brauchen wir einen uns fehlen die. Das heißt, wir müssen die einmal oben holen. War jetzt nicht mehr so ein Problem. Einmal hier drüber, hier rum und da hoch. Das heißt, wir holen uns jetzt einen Haufen davon, machen das Zeug, dann können wir das nämlich bauen lassen, da oben reingehen. Ich will die ungerne, auch wenn wir davon 150 brauchen, will ich ungerne per Band reinführen. Wird zwar Sinn machen, aber in dem Fall gehe ich jetzt erstmal hin und ich habe mal schon mal, die können wir jetzt so reinschmeißen. Wir sowieso schon hier sind. Wie sieht es hier aus? Alle nehmen. Perfekt, können wir mitarbeiten. So. Dahin Boink. Einmal die 80 hinzuwerfen. Gehen am Ende nur noch die hier. Das werde ich garantiert niemals anschließen. Zumindest vorerst nicht. Da hinten auf die Plattform wollen wir. Rums. Perfekt. Wir setzen uns Konstrukt. Wenn ich sage, du sollst mir die machen, was brauchst du? 60 pro Minute, 90 pro kommen raus. Klingt gut. Wenn ich mir jetzt den daneben erst davor stelle, irgendwo hier so hin. Wie sieht das hier aus? Für die Kollegen brauchst du 60, 90, dann können wir 5 aus. Dann brauchen wir 1, den setzen wir jetzt hier hin. Alles richtig wild aus, ich weiß.
Smart Rating. Davon brauchen wir 110 Platten. Die sind übel, aber wir brauchen 5 pro Minute. Wer macht 5 pro Minute, ne? Perfekt, du bist... nein. So. Du machst 90, hast ein 60er Band, pack 60 hier rein, das passt. Das muss laufen. Du brauchst aber wie viel? 30 Schrauben gerade mal. Ist ja easy. Wo ist das? Da ist das. 30 Schrauben. Gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin. An die Kante ran. Und dann müssen wir gucken, der nicht, der nicht. Der. Da dürfen jetzt Schrauben rauskommen. Jo. Läuft. Schön schief hier. Wunderbar. So will ich das. So. Wir brauchen Strom. Strom. Nee. Hm? Dir fehlt jetzt nur noch... Ja, Power kommt gleich. Dir fehlt jetzt Zink. Da müssen wir gucken. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal dafür sorgen, dass das gemacht wird. Perfekt. Du musst mal an die Kante. Nein. Nein. Nein! Danke. So. Ihr habt Strom. Dir fehlt natürlich noch was. Hier fehlt. Du kommst erstmal. So, dahin. Das läuft da lang. Das fehlt. Jetzt brauchen wir noch Zink. Wo haben wir das? Haben wir das auch da hinten? Das war jetzt natürlich doof, hier lang zu laufen. Das grünliche Zeug. Zink. So, genau. Wie Blei, das weiß ich. Das grünliche Zeug. Überlegen, jetzt müsste ich dann dahin. Das war diese. Oh Gott. Ja, herzlich willkommen in der Renderhölle. Ja, warte mal. Nicht drauf geachtet, wie viel brauche ich davon? Falsch. Oh. Schwarz ganz unten. Smart Plating. Ich brauche Smart 100. Nur 18. Also, hier lassen wir mal 120 rausfahren. Und da ist schon Ende. Ja. Also, brauchen wir hiervon. Die haben wir brauchen dafür. Irgendwo? Dazwischen? Nein? Hallo? Wo sind sie? Glas ist es nicht.
Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Komm. Komm, gut. Dafür guck mal den Codex. Da unten irgendwie. Okay. Und dafür die. Und die. Sind haben wir da vorne und die anderen Dinge haben wir da oben. Oh. Okay. Erstmal ziehen wir den Spaß jetzt hier mit dem weiter. Du willst da hoch. Ist ja alles gut. So. Dorthin. Hier hin. Und da rein. Du bist fleißig, pack sie hier rein. Sehr gut. Kümmern wir uns doch mal ein bisschen darum, um zum nächsten Punkt zu kommen. Das ist doch gut. Hat doch auch was. So, jetzt gehen wir hier rauf. Holen uns oben ein bisschen was. Ich meine, das wird jetzt sehr langsam fertig werden, aber mein Gott. Das Zeug von da darüber bringen. Problem ist, dann habe ich nachher von den Platten wieder nichts. Das heißt, ich muss wirklich darauf achten, dass ich die Platten benutze. Oder sinnvoll benutze. Ja, das ist. Komme ich aber auch nicht weit. Das war hier. Nee. Production ganz unten. Da drauf. Irgendwo hier ganz unten haben wir den. 260, damit könnte ich relativ weit kommen sogar. Weiter als ich jetzt gerade gedacht hätte, aber da können wir ein bisschen was mit schaffen. Haben wir. Ich schaue jetzt erstmal, wie weit ich damit komme. Dann kann ich mir zur Not ja unterwegs immer noch welche machen. Ich glaube, das hilft mir gerade mehr. So, hier runter und dorthin. Dann schnappen wir uns dieses Teil und versuchen, das hier abzubreden. Das geht schon. Dann hier durch. Dort upgrade. Dort upgrade. Hier. Da. Könnte tatsächlich knapp werden. So. Und für das letzte Stück reicht es nicht mehr. Ne? Okay, easy. Das ist ja Gott sei Dank ein Easy Fix. Das sollte sogar schon reichen. Und Logistik da. Okay.
Und fertig. Und gespeichert. Wahnsinn. Die Kollegen kommen auch an. Wunderbar. Das heißt, du kannst mir gleich Ding-Kram machen. Wir müssen nur 100 Stück rein. Erstmal. So, 28, 29. Gucken wir schon mal. Da geht's los, das erste wird gebaut. Perfekt. Da kommt die 30. Haben wir ja schon fast ein Drittel. Nein. Okay. Dann. Du müsstest auch ziemlich voll sein. So gefällt mir das. Schön voll laufen lassen hier. Muss man das so reinpacken. Ist das einmal voll. Wir schrauben nochmal. Cool. Ja, ein bisschen. Aber sonst nicht, oder? Halt die Frage, ob ich einfach da mehr Schrauben reinschmeißen. Hier haben wir schon. 5 vom Grad. 5 pro Minute. Das sind 20 Minuten, die wir warten müssen. Haben wir? Wir haben eine halbe Stunde. Das heißt, wir hätten sogar noch Zeit, das nachher zu schaffen. Jetzt, ich gucke jetzt mal, wie es aussieht. Kriegen wir schon die anderen Dinger voll? Können wir ganz unerwartet heute vielleicht eine Phase vom Aufzug endlich abschließen. Das ist das hier die 32. Folge. 32 Stunden, immer noch in Phase 1. Lass mich halt ein bisschen ablenken. Aber macht nichts. Wir haben Zeit. Okay, den können wir definitiv abschließen. Einmal hier durch, darüber, danke. Hier rum. Ich hatte einen Plan. Ich hatte ernsthaft einen Plan. Ich verwirrt. Das ist fertig. Ich hatte wirklich einen Plan. Assembler. Ich möchte wissen, wenn ich dir sage, du sollst mir die machen. Es geht auch genau auf 5, ne? Ich kann natürlich jederzeit ja, ich muss ja nur die anschließen und dann kriege ich genug. Ja, komm. Ich hatte da wirklich einen Plan. Nee. Da rein, das ist schon mal sehr gut. Und du machst mir jetzt sehr stumpf 1, 2 hoch. Ja, ganz viele Kuhs sind nicht jeden immer 5-mal drücken. Das wird helfen. So, danke. Das war wieder meine eigene persönliche Unfähigkeit.
Den Shields. Den Shields. Ziemlich das Schlimmste, was ich hier machen kann, aber egal. So, da oben kommt Hinschieß, da brauche ich auch nur 30 von. Super, wie viele Fünfe stellst du da vorne her? Das wäre jetzt noch wichtig. Du stellst halt 30. Nimmst du jetzt rein? Und davon machen wir uns jetzt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Machen wir jetzt einen neuen Blueprint. Und habe ich damit gesehen. Wir versuchen es zu machen. So. Das habe ich jetzt aber auch nur noch so halb im Kopf, deswegen versuchen wir. Aber die Idee gefällt mir. So, wie hat er das gesetzt? Er hat den so gesetzt direkt. Wir setzen den jetzt einmal. Da kriegen wir jetzt 6 Stück von hintereinander. Wir hatten ja da drüben das Ding. Auch die 8, ne? Also, ja, das sind 8. Aber hier kriegen wir schon mal 6 Stück hin. 1, 2, 3. Hier schon mal 5 Stück hin. Wir machen das als Viererkolonne. Viererkolonne ist dann für uns perfekt. So, dann soll ich hingehen. Logistik, ein Stackable nehmen. Ich muss hier auf die Kante. Jetzt lieber das. Der soll das so haben. Und dann 2 übereinander, wenn ich es richtig habe. Warum meckerst du jetzt darüber? Bei den Kollegen hat das auch funktioniert. Kann es so einfach sein, ne? Okay. Kein Problem. Mal weg. Wir fangen nochmal an. Ist ja kein. Dann setzen wir den halt nicht weg hier vorne ran, sondern nach hinten. Nein. Nein. Ja. Fertig. Dann gehen wir hin. Du gehst den Kollegen da auf die Kante. Ein zurück. Das Problem ist der Blueprint-Design. Das heißt, wir gehen nicht hier hin, sondern dahin. Dann setzen die 2 übereinander. Perfekt. Das gleiche machen wir hier hin. So. Oh. Und hier auf der Seite machen wir das ebenso. Nehmen wir hier diese. Genau, so. Hier Stück. Und hier. 1, 2, 3, 4. So. Wie wollen wir das denn machen? Wir wollen in die gleiche Richtung. Also wir wollen alles in eine Richtung gehen lassen. Das heißt, wir lassen hier reinlaufen. In dem Fall Mark 2 Bells müssen wir nehmen. Dann brauchen wir hier Lift. Die sind aber erstmal nur temporär. Dann kommt hier der Splitter hin.
Ja, wir wollen ja nicht da oben drauf, wir wollen. Okay, das Anhängen funktioniert noch nicht so richtig. Okay. Funktioniert hier besser ohne. Interessant. Das Video, was ich dazu gesehen habe, war ein gehst du hin und machst da bitte, mir fehlt was. Aber ist voll gut, weil das, was mir fehlt, habe ich hier. Machst du mal so, weil der kriegt das nicht hin. Aber der kriegt das ja wohl hin. Ich habe sogar vergessen. Oh, nein, ich habe sogar richtig. Perfekt. Und jetzt kann man nämlich hingehen. Hier. Mit dem Conveyor Mark 1. Das oben so wunderschön einklicken lassen. So. Damit hat man den Eingang richtig, richtig schön. Schon mal. Jetzt machen wir die andere Seite. Und zwar gehen wir auch hier mit den Bells darüber. Dann geht man hin, nimmt sich Merger. Funktionieren die hier so? Oh, die. Ich brauche die Hilfskonstruktion gar nicht, wie der Kollege erzählt hat. Das ist ja schön. Und dann nimmt man sich hier wieder die Conveyor-Lifte. Gibt es die da oben ein. Und Buja. So. Einzige, was wir jetzt haben, sind die Dinger hier vorne. Wie viel ist eigentlich hier Zwischenplatz? Das ist genau so eine Reihe. Das wäre. Die würden passen. Das heißt, wir nehmen hier hinten die weg. Und den Stummel da oben. Hier. Weg. Und den Stummel. Den Stummel hier. Und fertig ist der Teil. Jetzt fehlt nur noch. Das habe ich jetzt aber nicht mehr so. Ich glaube, wie war das denn noch? Wenn ich einen Power Bowl nehme. Power. Oh. So. Der muss quasi genau hier hin. Ja? Genau dahin. Oder so runter geht der vordere quasi zwischen den Kreuzen. Oder so runter geht der vordere zwischen den Kreuzen. Und hin. Und dann hier nochmal. Oder so runter geht. Zwischen den Kreuzen. Nummer 3. Und hier vorne. Dorthin. Und dann ist das immer. Nein. Und da. Okay. Also ich habe die optimale Position nicht gefunden. Oder hast du das nicht so ganz optimal gemacht? Macht aber nichts. Schon habe ich ein Modul mit 4 Smeltern, das deutlich kompakter ist als das, was ich da, also diese Abomination da vorne. So. Da. Machen wir dorthin, genau. Und nochmal den da drauf. Select Image. Save. Fertig. Via Designer. Und
Können wir das beim nächsten Mal. Ne? Also für die Reihen wird das dann wirklich optimal. Vor allem, wenn ich mir das richtig überlege, was da... Wir hatten ja jetzt zwei Stück für eine Reihe quasi, ne? Oder zwei Stück für... Das ist ja optimal. Kann man immer zwischen zwei Stück genauso ein Vierer-Modul setzen. Das gefällt mir. So, haben wir was Vernünftiges sogar noch gemacht? Bei 45. Wie sieht es denn aus? Wie viele von den Dingern haben wir? Hier hin. Und... Da hinten hin. Das läuft 30 da rein und wir sind bei 75. Drei Viertel haben wir. 76, über drei Viertel. Da habe ich mir eine Zinkplatte genommen. Ach so, gemopst. Super. 77. 78. Das heißt 4 Minuten. Das ist ziemlich genau bei 50, kommen wir aus. Das ist doch schön. So. Erst noch 4 Minuten. Das gefällt mir. Was machen wir in den 4 Minuten? Hier können wir da nicht machen. Warum war das nicht? Das steht schön still, weil da kommt kein Strom raus im Moment. Weil wird nicht gebraucht. Das ist schön. Da bin ich vorne Wand. Und Strom sagt immer noch easy. Sehr easy. Und irgendwann kommen wir da an den Punkt, wo es dann wieder schlimmer wird, aber da sind wir erstmal noch von entfernt. Was wäre denn mein Maximum, was ich, genau, also wenn wirklich alles an wäre, da. Momentan. Das ist doch schön. Da kommen wir gut hin. Wie viele haben wir drin? Da kommt hier nur 5. Eine Minute haben wir schon mal verdödelt. Sehr gut. Für die schnelleren Bänder, das machen wir. Wir könnten überlegen. Ach ja, da müssen wir ja mit dem anderen Futter und da müssen wir sowieso neu machen. Und uiuiui, das wird sowieso nochmal alles. Das kriegen wir hin. Nein. Nächsten habe ich schon gesehen, der kam da schon. Aus dem Augenwinkel habe ich ihn gesehen. Ja. Da. 90. Es fehlen noch 10. Mal gucken, ob ich mich nicht vertan habe. Da oben steht 100, nicht 1000. Okay. Neun, acht. Und die da. Sieben. Ich hätte gerne Sprengstoff. Sechs. Unterzählen kann ich, glaube ich. Okay. Der Spaß, so bescheuert er ist, funktioniert. Hier.
Nein. Okay, durchgerutscht, okay. Komm, da kommt die Nummer 100. Wir lassen das Ding ja trotzdem weiterlaufen, weil wir werden es ja für das nächste wahrscheinlich wieder brauchen. Für, ich weiß nicht mehr, hier irgendwie, nicht für die Kabel oder so. Für irgendwas braucht man das ja als nächstes. Außer die Mod ist hier mal gnädiger, aber nein. Die Hoffnung habe ich nicht. Weil gnädig gibt es hier nicht. Bei dem Kollegen gibt es kein gnädig. So, darum. Eigentlich sollte ich jetzt am besten hingehen, mich reinlegen und dann gar nicht erst abschieben. Aber so machen wir. Okay, da runter, da drüber, da rüber. Hallo. Einmal bitte. Ich kann zielen. Ich kann schicken. Es war eine weise Entscheidung, diese Produktion jetzt nicht sofort zu stoppen. Weil holy crap. Sehen meine entzündeten Augen. 1000. Okay. Und dann brauche ich... Hey, ich habe das Time-Modul freigeschaltet. Ich habe das Time-Modul dadurch freigeschaltet, dass ich... Hä? Don't get it. Warum habe ich das... Oder nee, das habe ich beim letzten Mal freigeschaltet. Da war was. So, habe ich hier irgendwie was freigeschaltet? Na, sieht das so aus. Also da habe ich zwar nichts für gekriegt. Sehr schön. Aber da oben ist nicht sehr, sehr unschön. Okay. Wir wollen dahin. Wir wollen gucken, was haben wir als nächstes? Was können wir als nächstes machen? Haben wir etwas, was wir vielleicht schon schnell machen können? Bums. Ja. Progress. Schmolzender Metall. Hier könnte man das relativ schnell machen. Den Scheiß können wir uns überall wegklauen. 60, aber dann gucken wir in der Zwischenzeit noch weiter. Stahl. Okay. Scanner, also hier Kohle haben wir sowieso in der Nähe. Das ist schon mal gut. Ja, Kohle. Waterpool. Das gefällt mir. Das können wir auch relativ schnell machen. Metallguss. Können wir auch recht schnell reinnehmen, weil haben wir auch alles in der Nähe. Ich glaube, hier müssen wir am längsten drauf warten. Messing. Lässt man, okay. Xenobasher, EU, ist klar. Erweitertes Rohrleitungssystem. Rohrleitungslogistik? Da ist alles, nur keine Rohre bei. Wehrwind. Wasserkraft. Motorblades, Water Turbine. Okay, auch interessant. Ohne Energie. Sehr schön. Wir haben die Möglichkeit, einen neuen Heater zu nehmen. Fortgeschritten. Da kommt der Heavy Modular Frame. Klar, das typische. Hypertubes. Die großen Container. Mit Awesome Sync. Sehr gut. Und Steel Mining. Wahrscheinlich kann ich mit dem doch meine Tests machen. Depending on the level of amount of material that is extracted, some must require a certain tier. Increase the power requirement quantity per run 4. Ich noch nicht so ganz, aber egal. Da haben wir das. Das ist natürlich dieses Zeug. Alternative Power Storage. Wir können endlich das Zeug hier scannen. Und das aber weg. Okay.
Wir fangen hiermit an. Also, wir brauchen Eisenbahn. So. Eisen können wir abschließen. Ich glaube, das ist noch etwas, was wir jetzt durchziehen. Eisen können wir abschließen. Das nächste ist Katerium. Weil da, glaube ich, nämlich, müssen wir ein bisschen warten. Oder? Wie viel haben wir denn hier? 200? Muss ich nicht warten. Und hoch. Na ja, komm. Lauf. Ja. Rein, rein, rein. Dann haben wir als nächstes. Wir nehmen uns direkt auch. Ich gucke jetzt, dass ich alles mitnehme, was ich mitnehmen kann. Davon brauchen wir nämlich auch 500. Hier haben wir auch Zinn direkt. Kann man direkt mitnehmen. Das liegt da irgendwo drin. Zinn liegt hier in dem unteren. Okay. Nein, ist nicht drauf klar. Egal. Zinn liegt da drin. Wir brauchen das blaue Zeug hier. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. So, hier hoch. Darüber. Schon können wir das erste hier entschalten. Minuten, dann kommt er zurück. Okay. Waterpool, wir hatten noch irgendwas ähnliches. Den können wir schon mal selektieren, weil der braucht quasi das gleiche. Bisschen wild, aber okay. Die Frage, ob ich direkt nochmal die Runde mache. Also. Ist nicht genug drin. Du läufst gerade vorbei. Okay, Eisen ist tatsächlich gerade nicht das Problem, weil haben wir da oben. Okay, ist aber, wir machen für heute Schluss. Sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen. Ja. Tschüss.